Achtung vor der gefährlichen und antichristlichen Endzeitsekte Shinshonshi. Diese absolut antibiblische und antigöttliche Endzeitsekte, an deren Spitze der Sektenführer Manhi Lee steht, der diese 1984 in Südkorea gründete. Shinshonshi bedeutet neuer Himmel, neue Erde. Im Kern dieser Sekte stehen Sonder- und Irrlehren auf Basis des Buches der Offenbarung. Manhi Lee ist definitiv kein wiedergeborener Christ. Er erhebt Wahrheits- und Deutungsanspruch. Er erhebt den Anspruch, dass er noch Offenbarungen und Visionen von Gott erhält. Und er sagt, er hat bereits die böse Macht besiegt. Und deshalb werden alle Menschen, die ihm nachfolgen und zu Shinshonshi gehören, werden diesen endzeitlichen Kampf zwischen Gut und Böse bestehen und werden als Einzige in das sogenannte Friedensreich eingehen, alle anderen nicht. Eine klassische, gefährliche Endzeitsekte. Des Weiteren gibt es ein falsches Gottesbild. Die Trinität wird falsch gelehrt oder geleugnet. Die Taufe wird falsch gelehrt. Und andere Christen werden nicht anerkannt. Sie erscheint in Form von harmlosen Hauskreisen oder Fassadengemeinden, in einem christlichen Deckmantel. Sie erscheint in angeblich christliche Lehre des Buches der Offenbarung vorwiegend, aber dahinter stehen absolut antigöttliche, antibiblische Irrlehren, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Hüte dich davor. Das ist eine typische Erscheinung der letzten Tage vor der Endzeit, vor der Drangsalszeit, dass immer mehr falsche Propheten, falsche Lehrer auftreten werden, aus dem christlichen Bereich heraus, mit einem christlichen Deckmantel, mit einem christlichen Anstrich, aber dahinter sind Lehren von Dämonen. Hüte dich vor dieser Sekte, halte Abstand von ihr, dahinter steht nicht die biblische Lehre, und halte das gesunde Wort Gottes, die biblische Lehre, fest und warne auch andere davor, vor allen Dingen auch wiedergeborene Christen, die in Gefahr stehen, ein Mitglied zu werden von dieser Sekte, denn diese Sekte betreibt ein aggressives Missionsengagement und auch ein scheinbares Bibelstudium, aber dahinter steht es nur darum, diesem Manhi Lee nachzufolgen und weitere Mitglieder zu generieren.